Guten Abend, herzlich willkommen im Alten Zornhaus. Das Alte Zollhaus macht aus, dass wir ein sehr schönes à la carte Restaurant haben. Da haben wir Platz für 75 Personen. Wir kochen eine feine regionale Küche. Wir haben im ersten Stock die Schmugglerscheune. Da haben wir Platz für 90 Personen. Da finden viele Hochzeiten statt, aber eben auch das Abschiedsessen von Kanzler Schröder hat dort oben stattgefunden. Ich habe ein ganz tolles Team an meiner Seite. Das macht einfach sehr viel Freude. Das macht für mich das Alte Zollhaus aus. Es war schon mit 14 mein Traumberuf. Wir waren im Urlaub in Italien und ich habe mir das so angeguckt, wie im Hotel gearbeitet wird und habe gesagt, das ist wie so eine Bühne, wie eine Drehscheibe. Da ist so ständiges Kommen und Gehen und da habe ich gesagt, ich möchte mal Hotelfachfrau werden. Wir führen die Regie für einen schönen Abend. Wir nehmen unseren Gast an der Tür in Empfang und können dann dafür sorgen, dass es einfach ein unvergesslich schöner Abend wird. Und wenn der Gast geht und er ist begeistert, dann ist das einfach für mich das Salz in der Suppe. Berlin ist für mich so eine wunderbare kulturelle Vielfalt. Diese Berliner Lebendigkeit, dieser Zusammenhalt und auch letzten Endes die Freundlichkeit in Berlin, das macht für mich Berlin aus.